All hands, this is Captain Moran. We've received a full report from Torgo HQ. Aside from the loss of the Kinney, Operation Prowl Growl was a full success, and I have now been authorized to tell you what it was about. The recent bioweapons attack on Lakonda and other systems was a real wake-up call. The Kilrathi are playing for keeps, and they have abandoned any sense of restraint. HQ is going to hit back, and we have no other option than to match, exceed, and overwhelm the Kilrathi's escalation. The key to that is the Behemoth. The Behemoth is a series of linked, superconducting energy amplification conduits focusing an output of 500 million gigawatts into one lancing point. Any target at the end of that point is destroyed, even a planet. We are going to use it. The details of its deployment are classified, but High Command is confident that deploying it as planned will bring Confed a final and decisive victory to this war. Prowl Growl was about finding a suitable target for a demonstration of the weapon's power, both as an operational field test for our benefit and as a warning to the Kilrathi. If the demonstration is successful and the Emperor decides to continue the war, it is possible that several of the Kilrathi clans may rise up in rebellion against the Emperor and the royal family, who are already in an unstable position after the failure to take Earth during the Battle of Earth. If they will not be deterred by this show of force, we are prepared to deploy the Behemoth in ways that will either force the enemy to their knees, or, if necessary, wipe them out. Either way, Behemoth is expected and required to end this war before the Kilrathi have the time to build up for another strike that might finish us for good. We have just finished a high-speed run through several friendly systems to reach our present position in the field. As I said last night, we are to play the bait in this operation, and I know no better way to get the cat's attention than to walk right up to them and punch them in the nose. The main Kilrathi presence in this system is a captured Confederation forward base, Blue Point Station. Adding insult to their already wounding occupation, intelligence believes this is another major raiding party hub for the cats. We've tolerated their filth on Blue Point's decks for long enough. Taking back the base intact and gaining a foothold in this system will enrage the Kilrathi far more than a simple raid on one of their battle groups, allowing the Behemoth to conduct its affairs free of intrusion from this flank. Stay sharp. The Behemoth may be the final play in this conflict, but focusing too much on the prize and not on the tasks at hand have failed many quests throughout human history. We have to make sure this doesn't go down as one of those missed opportunities. Moran out. Good morning, Mudsharks. I hope you had a good stay in Torgo, because it's time to punch back in. Captain Moran's unveiling of the Behemoth project has had both an invigorating and lethargic effect on the ship's crew. This dreadnought may yet end the war, but there's no treaty being signed today, so we fight. It would be a damn shame to die this close to the finish line. Our light and medium fighter squad's been pulling most of the long-range patrol jobs since our arrival in the field. Now it's time for the real work to begin. Hotel Wing detected an enemy supply convoy heading towards Blue Point Station. They've called for reinforcements. We're it. Both Hellcats are currently shadowing the convoy, which is en route to Nav 1. We will rendezvous with them and assist in taking out the capital ships. Our ability to take Blue Point in the upcoming actions will depend on how well supplied they are, so our main targets are the transports, but any fighters and other light cap ships are fair game. We get in, we engage, we execute our orders, and we bug out. Alpha Flight will consist of me and Dishwasher. Bravo will be Psychopath and 8-Ball. Charlie is Sandman and Avatar. Dismissed. Oh, Sandman, one more thing before you go. Colonel Walker is authorizing you to adjust your weapons loadout from now on. Congratulations on your promotion, by the way. Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Wing Commander Saga. Wow, befördert worden und ich darf jetzt endlich meine Waffen selbst auswählen. Das machen wir auch gleich. Ship Selection, da-da-da-da. Charlie, nee, Ship Selection will ich gar nicht. Weapons Loadout haben. Ja, ja, da an den Blaster kann man natürlich nichts ändern, das ist klar, aber Raketen können wir ändern. Und zwar möchte ich gerne... Ach, guck mal, habe ich schon drin, weil ich hatte das ja schon mal gespielt, die Mission. Und leider vergeigt. Ich habe mir Imrex eingeladen. Und ja, gucken wir mal, wie das damit läuft. Auf geht's. Und ich bin Wingleader. Endlich! Squadron, let's reach Hotel Wing. Endlich Wingleader. Das habe ich beim letzten Mal, als ich die Mission gespielt habe, glatt vergessen und wahrscheinlich deswegen die Mission vergeigt. Naja. Damn it. Where the hell is Hotel Wing?
Major, I'm picking up some debris on my scanners. Hull analysis is consistent with that of a Hellcat. Looks like they got hit. Hermes, this is Codeine. Hotel wing is blown away. There appears to be no survivors. Understood, Major. Stand by. Das gefällt mir überhaupt nicht. Continue your mission without them. No, this is gonna be easy. You've got to go with the hand that's dealt you. Proceed with the mission. Jo, alles klar. Dann weiterfliegen. Ah, Strucker, verdammt. Strucker, those sneaky little bastards, get him! So, nächste. Jo, ich kümmere mich drum. Shit. Oh, ich hasse diese Dinger. Verdammte Struckers. Nächsten. Fehlen dürfen anzugreifen. Ah, schon wieder vergessen. Oh, wir sind nur noch 5? Scheiße. You know, I was just thinking to myself how much I wish we had someone shooting at us right now. Wings? And wouldn't you know Charlie? It, you've got some gas to apply. Engage enemy, annoying. I guess you should be careful what you wish for. All fighters, engage the enemy. Let's make it quick. Break and attack. Sure thing. Es ist nicht gut, dass wir schon einen verloren haben. Überhaupt nicht. Er ist cheated auf sein... Ja, ja, ist klar. So, ja. Na los, meine Güte, geh doch nicht drauf. Arschloch. Das ist der nächste. Da. Danke. Weg! Und noch ein Target. Hat's noch erwischt? Tatsache, aber leider nicht mein Kill, schade. Im nächsten. Ach, mir da kommt natürlich auch richtige Gegner. Na ja, was macht das? Heads up, we have Vectors victory again. Don't let them bracket you. Split them up and take them down. Wie gesagt, ich sag ja, richtige Gegner bitte. Also, naja, ne, ihr wisst schon. Ja, Mr. Spector. So, komm mal her. Den kriege ich vielleicht gleich mal einen Flug. Nein, natürlich nicht, er muss mich abdrehen, war klar.
nicht mein Kill gewesen? Hallo, ich habe ja wohl den meisten Schaden gemacht. Arschlöcher. Frechheit sowas. Na komm. Machen wir das. Weiter zum nächsten Wegpunkt. So, was haben wir hier? Mehr Vectors. Okay. Looks like these ones have seen some action. Finish them off and let's move on. Trophies! Warte, ich weiß nicht, was die Leute mit diesen kacken Trophies mit Raketen beschießen werden. Und da ist schon wieder einer hinter mir. Watch out! There's a guy in your six! Ich möchte gerne zu diesem Trophy hier abschießen. Ist schnell, der Junge! Ich bin so langsam. Ist nicht doch genug in der Mitte. Ach, Sorfax, ah, klasse. Na ja, gut, aber die kriegt man ja relativ zügig weg, weil die so groß sind. Da kann man eigentlich nicht daneben schießen, den Dinger. So, mehr Sorfax. Zack, da. Ich bin mal gespannt, wie das nachher in der letzten Zone läuft. Und das letzte Mal, als ich da war, hatte ich noch alle dabei. Alle sechs Thunderbolts. Mal sehen, wie das jetzt hier läuft. Wolltest du mir eine Rakete erfassen? Wie war das? Wolltest du mir eine Rakete erfassen, du bist Ding? Ach Mann, ich wollte die doch erschießen. Roger that. Engaging. Noch mehr davon. Okay. Dann machen wir mal den nächsten Katzenplatsch. Wie? Was? Was? Ich überlebe den Kampf nicht, oder? Ja, so ein Blödsinn. Komm her, Katzenvieh. Ich knall dich ab. Wer hat mich da gerammt? Ach, komm doch her. Ist schön. Geht doch. So, nächsten. Und noch eins auf weg. Ach man, diese Dinger. Mehr Stachelschweine. Hey. Ja. Ich würde sagen, ich knall die jetzt mal weg. Und dann melde ich mich gleich wieder bei euch. Sobald das erledigt ist. Bis gleich. Okay, das war's. Ging schneller als ich dachte. War nur eine knappe Minute noch für die restlichen Jäger. No sign of the convoy here. With the delays we've had with all these spiders, they must have made it to the station. Bloodshark leader, be advised. Although the base is relatively undefended, there are several Kilrathi squadrons nearby that could be vectored in at any time. Get in, get the job done, and get out of there as quickly as possible. Affirmative, Hermes. Okay. Proceed. Fliegen wir mal los, dann müssen wir jetzt zur Blue Point kommen. Ich werde es dann wohl so machen, dass ich das letzte Mal versäumt habe. Ich werde meinem Wingman den Angriff befehlen, und zwar auf einen der Transporter zum Zerstören. Die haben ja noch alle unsere Torpedos. Okay, jetzt können wir
Squadron, we've caught up with the objective. You can run, but you can't hide, little Wings. Kitties. Charlie? Those transports are moving to dock with the station. We need to hit them before they deliver those supplies. Open fire on my target. I agree. It probably won't hurt to know exactly what's in those transports. Scan them before taking them out if you get the chance. But don't let them dock. What about those fighters? Avoid them if possible. Take them down if you have to, but our first priority is getting those transports before they dock. Blood sharks, be advised. The Rappy fighters are being vectored in your direction. We don't have much time. So, zack, weg.
Gott, das ist alles herrlich hier. So, zack, geh noch weg. Okay, das waren die Jäger. Abhauen. Was macht ihr denn jetzt? Okay, guys, let's head for home before more bad guys arrive. Jo, sehe ich auch so. Proceed to next waypoint. Charlie, form on my wing. Return to formation. Sure thing. Ja, okay. Ja, gut, jetzt habe ich nicht ganz so viel gesagt. Es war ein bisschen stressig gerade, hier heil rauszukommen. Und ich habe gleich keinen Nachtbrenner mehr. Das ist nicht... He's hurting me. But only because he wants ja, ja. Me, right? Naja, was war, ist gut. Komm mal her hier zu mir. Folge mir, unauffällig. Bisschen blöd, dass der Thunderbolt kein Gleit hat. Okay, das war's. Volle Energie in den Antrieb, würde ich mal sagen. Und Vollgas. Gut, wir haben unsere Mission erfüllt. Ich bin total begeistert. Das mit dem Angriffsbefehl hat super funktioniert. Erstmal die beiden nächstgelegensten abknallen und dann den Rest weghauen. Das war schon eine gute Sache. Kann ich schon nach... Ja gut, ich kann schon Autopilot benutzen, alles klar. Ja, manchmal ist man noch nicht zu dicht dran, dann geht das nicht. Aber das hat jetzt ja gut funktioniert. Super, erster Einsatz als Wingleader geschafft. Ich bin begeistert. Nur das mit der Kommunikation durch dieses Free-Space-Com-System ist das ein bisschen kompliziert geworden, finde ich. Ja, dass man erst den Wing auswählen muss, mit diesen Wings und dann den eigenen Flügel und dann den Befehl auch noch auf anderen Tasten, das ist ein bisschen umständlich. Ich glaube, zu gucken, ob ich das nicht irgendwie auf andere Tasten legen kann. Vielleicht irgendwo auf mein Gamepad, so wie Bracket Attack und so. Dass ich das Bracket Attack und Attack mit Target, das muss ich mein eigenes auf mein Gamepad legen. Make sure not to book leave there until it has been cleaned and disinfected from top to bottom. You have clearance to land. Und ich habe das Nebenmissionsziel auch noch erfüllt, denn ich habe einen dieser Transporter gescannt, bevor der Torpedo da eingeschlagen ist. Ah, land on the Hermes. Ja, das mache ich doch. So, gleich und ganz bequem fliegen wir in den Hangar hinein und beenden diese Mission. Natürlich ohne Nachtbrenner. Ich habe den ganzen Treibstoff aufgebraucht. Geil. Naja, ist ja nicht das erste Mal. Good day out there, Mudsharks. Colonel Walker sends along his regards on a job well done. The materials that convoy carried could have kept the Kurathi in the fight a little longer, delaying our ability to take the station. The loss of hotel wings certainly complicated this mission. Part of our job is to be prepared for the unexpected, but sometimes there are things that go on that are out of our control. Additional units have been sent after other transports coming into Nafil, and as soon as those flea bags realize they've been effectively cut off from their supply line, they should send out the SOS that we'll need to drag out the other Kurathi in the area into the system. Get ready, Ben. Our final assault in Blue Point will commence soon. Dismissed. Okay, schauen wir uns mal kurz die Statistiken an. 18 Minuten hat das Ganze gedauert, 14 Abschüsse habe ich gemacht. War ich schon mal besser. 33% Genauigkeit der ganzen Waffen. Ja, 4 Trophies, 2 Struckers, 5 Ektorf, 1 Softfack und einen Transporter habe ich abgeschossen. 270 Kills total. 38% Genauigkeit, das ist noch steigerungsfähig. Und 66 Assists. Und insgesamt eine Menge Schiffe. Gut, alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Wing Commander Saga. Bis dann.